So, bei Ihnen dann die 4 Pappbögen und Transparentpapier. Das sind dann 8,09 €. Moment, ich brauche noch Kleber, den habe ich da hinten nicht gefunden. Ja, den können Sie da auch nicht mehr finden, der ist jetzt hier hinter Panzerglas. Panzerglas? Ist der so teuer geworden? Nee, wegen den neuen Abgaberegeln. Abgaberegeln? Ja, wir müssen da jetzt Background-Checks durchführen. Aber bei mir doch nicht, ich bin Erzieher, ich brauche da zum Laternebasteln in der Kita. Ja, da kann ja jeder sagen. Dann bitte, was soll ich denn sonst mit Pappe und Transparentpapier? Ah, die kann man ja auch für Protestplakate gebrauchen. Was soll denn meine Erdmännchengruppe mit Protestplakaten? Ja, das müssten Sie wohl eher mir erklären. Was? Um welchen Kleber geht's denn überhaupt? Ein Sekundenkleber. Sekundenkleber? Den nehmen wir immer für Laternen. Haben Sie denn den großen Klebebesitzschein dabei? Was? Wie? Nein. Dann müssen Sie erstmal den Zettel hier ausfüllen. Ihr Ernst? Na, ich mach die Gesetze nicht. Na gut, wenn ich dann meinen Kleber kriege. Ja, das sehen wir dann erst noch. Okay, Mama. Besitzen Sie eine Klebepistole? Ja. Aha. Haben Sie ein Auto? Nein, habe ich nicht. Ein Fahrrad. Aha. Was? Ein polizeiliches Führungszeugnis? Ja, Sie wollen ja unbedingt Sekundenkleber. Ja, ich brauche den. Für den wasserlöslichen Klebestift müssten wir nur Ihren Personalausweis kopieren. Personalausweis? Das ist doch alles nicht wahr. Bin ich hier beim Verhör oder im Bastelgeschäft? Wenn Sie sich nicht kooperativ zeigen, muss ich leider andere Seiten aufziehen. Was machen Sie da? Die Behörden informieren. Unglaublich. Hallo. Du siehst doch, dass du noch nicht dran bist. Stell dich hinten an. Ich wollte nur kurz fragen, was kostet das Greta Thunberg-Poster da im Schaufenster? Das ist kein Poster. Hä? Das ist ein Fahndungsplakat. Hä? Hier spricht die Polizei. Das Gebäude ist umstellt. Kommen Sie mit erhobenen Armen raus. Außer Sie sind festgeklebt. Dann kommen wir zu Ihnen.